Punkt noch ganz kurz, ich will nur gerne noch mal sagen, die europäische Richtlinie von 2006 ist nach wie vor in Kraft und muss in Deutschland umgesetzt werden. Unser Parteitagsbeschluss bezieht sich darauf, wie wollen wir es eigentlich haben. Wie ja? wollen Sie also diesen sehen? Unterschied würde ich Ihnen auch gerne noch mal mitgeben, weil ich eben in der Moderation meinte, zu spüren, dass das vielleicht nicht ganz klar ist. Aber ich glaube, das muss man wissen, dass man verpflichtet ist, diese europäische Richtlinie umzusetzen. Das ist ja auch eine Kritik der SPD-Bundestagsfraktion an der jetzigen Regierung, dass sie eben genau das nicht tut. Der Parteitagsbeschluss nochmal zielt in die Richtung, wie wir sagen, wie wir es uns eigentlich vorstellen. Und das wollen wir diskutieren. Sie sind ein vehementer Befürworter. Warum? Also ich weiß, wie es war, als wir die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland in den Ermittlungen umsetzen durften. 90% konnten wir IP-Adressen identifizieren. Das ist das ist der Hauptbereich. Ich weiß, wie erfolgreich wir waren in der ermittelnden Aufklärungsarbeit. Und ich sehe, wie es heute aussieht. Heute bekommen wir zu 85% keine Auskünfte von den Providern. Und ich sehe, was in Europa los ist. 25 Staaten in Europa haben das umgesetzt. Wie wir isoliert sind in Europa, wenn Europol Projekte macht, die europaweit sind, man uns tagesaktuelle IP-Adressen gibt und Deutschland nur zu 40-50% diese tatsächlich identifizieren kann, während alle anderen das zu 90-100% identifizieren können. Ich sehe das Votum des Deutschen Juristentages. Also ich muss sagen, der kürzlich stattgefunden hat. Wir haben dort auf der einen Seite eine eindeutige Schutzlücke. Wir haben tausende von Beispielen schwerer Kriminalität, die wir nicht so gut aufklären können, wie wir es sonst täten. Und Staatsanwälte sagen mir, wir sind dabei, eine Gerechtigkeitslücke zu produzieren. Das heißt, Sie haben Schwierigkeiten, also auf europäischer Ebene, wenn Sie Ihren Kollegen begegnen? Ja, eindeutig. 25 Staaten in Europa führen die Vorratsdatenspeicherung durch, nutzen das für Ermittlungen. Bei der Beteiligung an europäischen Projekten ist Deutschland eindeutig isoliert. Nun haben wir gehört, es gibt ja auch die europäische Ebene, also 2006, um das Argument nochmal von Brigitte Zypris aufzugreifen. Wäre denn das eine Regelung, die für Sie in Frage käme, damit wir das nochmal trennen? Also das Bundesverfassungsgericht hat uns ja eine Entscheidung präsentiert, die 2010, so klar ist, die so klar und eindeutig ist, die die Verhältnismäßigkeit berücksichtigt, die klar sagt, was Wirksamkeit ist, die klar sagt, dass es keinen Generalverdacht gibt. Ich erwarte eigentlich nicht mehr und nicht weniger, als dass wir das umsetzen, Punkt für Punkt, was das deutsche Bundesverfassungsgericht uns aufgeschrieben hat. Also auch mit den Speicherzeiten? Man geht von 6 Monaten aus. Wir wissen da unsere Erhebung, etwa 6% ein Monat. Etwa 2 bis 5 Monate, da sind wir bei etwa 30-33%. Aber wir brauchen 6 Monate und mehr, um über 60% der Fälle besser aufklären zu können. Das sind unsere Erfahrungen. Da möchte ich noch ein bisschen vielleicht Wasser in diesen Wein kippen, von wegen Verhältnismäßigkeit. Viele Kritiker bemängeln ja auch, dass es nur eine geringe Aufklärungsquote gibt. Und es gibt auch eine Studie aus Ihrem Hause, die ist noch gar nicht so alt, die sagt, 381 Fälle konnten wir nicht aufklären, die damit auch zu tun haben, im Gegensatz zu 2,8 Millionen. Also das ist eine... kommt nicht von uns, kommt ich weiß das. Aus Ihrem Hause. Ich kenne diese Diskussion, das ist völlig falsch interpretiert, was da dargestellt worden ist. Da ging es um Telefondaten auf der einen Seite, um Internet-IP-Adressen auf der anderen Seite. Was man nicht gesehen hat, hier ging es um 500 Telefonadressen sozusagen. Davon, sagt die Studie, sind 80% beauskunftet worden. Aber beauskunftet hieß nicht, wie die Qualität war. Teilweise waren die Auskünfte unbrauchbar, aber es sind Auskünfte gekommen. Sie waren nur teilweise da. Teilweise war es anonymisiert, was wir an Hinweisen bekommen haben. Tatsächlich ist es so, dass wir bei etwa 30-35% liegen, auch heute, weil ja Daten auch gespeichert werden. Das ist auch das Ergebnis der Landeskriminalämter in Deutschland. Also es ist eindeutig so, dass wir zu 70-80% unsere Ermittlungsarbeit nicht durchführen oder nur sehr erschwert durchführen können. Können wir das ein bisschen konkreter haben? Können Sie konkret 1 oder 2 Fälle schildern, wo Sie sagen, ja, diese Regelung brauche ich so, wie das Verfassungsschutzgericht es vorgeschlagen hat? Also es ist heute üblicherweise so, dass nach einem, angenommen, wir haben einen Überfall auf einen Taxifahrer in irgendeiner Gegend, die Täter fliehen, man erkennt dann, dass sie vielleicht auf andere Fahrzeuge umsteigen mussten, dass man Funkzellenabfragen macht, um in dem Moment, wo sich jemand einloggt in das Netz, auch diese Daten abgreifen zu können. Diese Möglichkeit ist weitgehend verloren gegangen. Wir haben etliche, hunderte von Beispielen, die das belegen, nicht nur in diesem Fall, bei Raub, bei Mord, bei Einbruchsdiebstählen. Wir haben in einem Fall, das ist so kurios, dass man es vielleicht erwähnen sollte, eine Videoaufzeichnung bei einem Tageswohnungseinbruch. Man sieht den Täter, wie er sein Handy bedient, weil er jemanden anruft, eine Tätergruppe.
Und wir können jetzt, hätten jetzt wunderbar feststellen können, welches Handy gehört zu wem, aber wir können das nicht, weil wir die Funkzellen nicht abrufen können. Wie arbeiten Sie denn jetzt, muss man sich ja schon fragen. Wir können eben teilweise nur ganz erschwert aufklären, teilweise gar nicht aufklären. 70% unserer Anfragen bei den Providern des Bundeskriminalamts in unseren Fällen werden abschlägig beschieden. Und man muss eines nochmal klar sagen, bei der Vorratsdatenspeicherung diskutieren wir eigentlich nur die 10%, wo es um die retrograde Erfassung über 6 Monate geht. 90% der Fälle sind aber bloße Identifizierung einer IP-Adresse. Wenn Sie beim Autokennzeichen wissen wollen, wer ist der Halter des Fahrzeugs, rufen Sie in Flensburg an. Genauso ist es hier. Wir wollen manchmal nur zu 90% nur wissen, zu welchem Computer gehört diese IP-Adresse, um dann ermitteln zu können. Wir wissen ja immer noch nicht, wer am Computer gesessen hat, wie beim Auto. Wir haben den Halter, wir haben nicht den Fahrer. 90% beziehen sich nur darauf. Und das sind erhebliche Schutzlücken, die inzwischen eingetreten sind. Sagen alle Landeskriminalämter, alle Generalstaatsanwälte in Deutschland, das ist keine Obsession des Präsidenten des Bundeskriminalamtes, sondern 25 Staaten in Europa haben das eingeführt. Und ich weiß, wie es vorher aussah. Um nochmal den Schwung zur europäischen Ebene zu kriegen, dann sagen Sie Ihren Kollegen, wir können das nicht tun. Wir können nur versuchen, abzugreifen, was bei Providern vorübergehend gespeichert wird. Ist nicht zum so, dass Beispiel gar nicht Rechnungslegung, gespeichert wird. Ja, genau das. Daten, das muss man auch nochmal klarstellen. Aber Kriminalitätsbekämpfung ist vom Zufall abhängig. Flatrate-Modelle sind immer stärker da. Wir haben 70-80% Flatrate-Modelle teilweise. Das heißt, die werden manchmal 7 Tage aufbewahrt, manchmal 14 Tage. Einige haben das auch länger. Aber es ist der reine Zufall, der hier Platz greift.